Pressekonferenz auch schon da, aber lasst uns doch heute alle mal dran teilhaben. 15 Jahre, dass Dasing in den überregionalen Medien auftaucht, nicht nur wegen Staumeldungen. Das hat mit uns zu tun, oder? Stimmt. Du hast mir jetzt was ich bei der Pressekonferenz ja gesagt habe, vorweggenommen. Richtig, normalerweise war Dasing immer so in den Nachrichten dann Stau zwischen Dasing, Abendshausen, Dasing, Augsburg und so weiter und so fort. Nee, das ist natürlich eine ganz andere Meldung, ja, wenn in Dasing die süddeutschen Kamai-Festspiele stattfinden. Ich freue mich, solange wie ihr, sage ich mal, schon aktiv seid, bin ich noch gar nicht als Bürgermeister aktiv. Ja, ihr habt heute das 15-Jährige. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Du hast ja schon angedeutet, es gab Widrigkeiten, ja, die ihr bisher immer gut gemeistert habt. Ihr seid eine wunderbare Truppe, ja, es funktioniert. Ihr seid mit Freude dabei. Wir haben das auch gesehen bei der Pressekonferenz. Wir hatten ja schon das Vergnügen, den einen oder anderen Stand zu sehen. Ja, man denkt sich jedes Jahr, also heuer war es so toll, es gibt eigentlich Versteigerungen mehr. Ihr habt es bisher immer geschafft, noch was draufzulegen. Und ich denke, dass das auch heute wieder der Fall ist. Ich darf Sie auf alle Fälle recht herzlich hier in Dasing begrüßen. Ja, haben Sie Spaß hier, empfehlen Sie uns weiter. Ich wünsche der Truppe alles, alles Gute, eine tolle Premiere. Natürlich auch für die ganze Saison Erfolg. Ja, das Wetter soll mitspielen. Ja, und unfallfrei über die Runden kommen. Alles, alles Gute. Das hört ihr jetzt gleich. Ja, das Servus, passt. Erste Reihe, hallo. Wir finden bestimmt noch einen Platz für euch. Habt ihr noch zwei Plätze? Da, ich glaube mal, hier ist noch ganz viel. Genau, guck mal da. Machen wir hier Platzeinweise auch noch parallel. Genau, gut. Okay. Wir haben gerade den Bürgermeisterplatz erfolgreich verteidigt. Also, alles Gute euch. Vielen Dank. Ja, und viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Gerne Gnade. Erich Nagler hat gerade gesagt, er ist noch nicht so lange Bürgermeister, wie es hier Karl-May-Festspiele gibt. Wir beide müssen auch sagen, so die Anfänge der Karl-May-Festspiele hier, ich habe die nicht so aktiv mitbekommen. Das ging tatsächlich an mir auch noch vorüber seinerzeit. Du bist auch noch, wir sind so ähnliche Jahrgänge einfach. Wir schauen gleich frisch aus, genau. Aber was verbindest du mit 15 Jahren Karl-May-Festspiele? Ja, lieber Volker. Wir sind im Wittelsbacher Land unbändig stolz auf euch. Das ist einfach was Gigantisches, was ihr geschaffen habt und einfach dieses Erbe hier von Fred Rei, das ist so wunderbar hier vortragt, heuer jetzt eben das 15-jährige Jubiläum, das ist einfach was Gigantisches. Und wenn hier alle Reihen voll sind bei der Premiere, dann ist es einfach ein Zeichen, wie wichtig das für uns, für den Landkreis ist. Beste Grüße auch von unserem Landrat Dr. Klaus Metzger, der heute noch bei den Kliniken an der Paar ist, aber die nächsten Tage ja dann mit dazukommt. Und wir verbinden einfach damit, das ist wie gesagt unsere Identität, das ist das Wittelsbacher Land, das hat hier der Fred Rei aufgebaut, ihr tragt das fort. Ich bin mit der Familie da, vielen Dank für die Einladung. Wir sind eben ganz gespannt, heute natürlich auch auf dieses Stück Old Shorehand. Es gibt die nächste Insta-Story, oder hier? Natürlich, hier wird eben schon das nächste Foto gemacht, dass eben möglichst alle bei uns im Landkreis eben auch herkommen, dass sie es anschauen. Und wie gesagt, wenn man eben schaut, wie viele auch außerhalb eben zu uns in den Landkreis kommen, das ist einfach was Gigantisches. Und bleibst du da wirklich dran, ohne Western City, ohne süddeutsche Karl-May-Festspiele wäre das hier der Sommer überhaupt nicht mehr denkbar. Wir brauchen euch, ihr gehört doch ganz, ganz fest dazu. Vielen lieben Dank. Peter Konasko. Herzlichen Dank, natürlich auch euch viel Spaß heute bei uns.